Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Heiligabend und die Weihnachtstage haben begonnen und jetzt auch zum Anschluss an das Jahresende steht Silvester und Neujahr vor der Tür. Und in diesem Kontext stellen sich natürlich für uns als Muslime hier einige Fragen. Und ohne jetzt um großartig rechtlich darauf einzugehen, dürfen wir mitfeiern, ja oder nein, sollen wir ja oder nein, möchte ich das aus einer bisschen anderen Perspektive darstellen. Und zwar kam vor einiger Zeit ein vor Jahren zum Islam konvertierter Bruder zu mir und sagte zu mir, wenn Weihnachten beginnt oder umso näher wir dem 24. kommen, umso mehr beginnt mein Magen anzukribbeln oder mein Bauch anzukribbeln, die Vorfreude beginnt zu steigen, weil ich schon seit Kindheitstagen das mit schönen Dingen verbunden habe, mit Geschenken, Freunde, Familie, Spaß. Und das ist bis heute erhalten geblieben. Wohingegen ich leider zum Eid überhaupt keine große Empfindung in mir hege, außer dass ich weiß, ich muss zum Gebet in die Moschee. Und das ist natürlich eine Katastrophe, denn wie soll dieser Bruder seinen Kindern den Islam, die islamischen Werte vermitteln, die Liebe zu den islamischen Festlichkeiten, wenn er selber keine Empfindung dafür hat? Und deswegen stehen wir als Muslime hier oftmals vor einem Dilemma und auch wir als Eltern allgemein. Wir sehen, dass die Nicht-Muslime sich vorbereiten, Geschenke kaufen, sich gegenseitig beschenken, Wunschlisten erstellen, die Weihnachtsstimmung im Auftauchen ist, Zimt in der Luft ist und all diese Dinge oder der Geruch von Zimt und die Weihnachtsmärkte da sind. Und wir möchten, dass unsere Kinder nicht ausgeschlossen werden und wir wollen ihnen einen Gefallen tun und denken dann in dem Kontext, es ist gut, wenn wir ihnen auch vielleicht Geschenke kaufen oder einen Weihnachtsbaum kaufen, um halt sie einfach sozusagen nicht zu enttäuschen. Und dann wundern wir uns oftmals als Muslime, warum unsere Kinder Zuneigung haben zu den nicht-islamischen Feiertagen und zu unseren Feiertagen, zu den islamischen Festlichkeiten überhaupt nicht. Und dann müssen wir uns ja die Frage stellen, welche Alternative haben wir unseren Kindern hier geboten? Und hier kann ich das Beispiel von mir selber bringen, meine lieben Geschwister. Ich selber in der Kindheit, für mich Eid als Beispiel, die islamischen Festlichkeiten, das war für mich einfach nur schulfrei. Für mich und meinen Freundeskreis, ohne es auf andere zu projizieren, das war für uns schulfrei. Und wir wussten, wenn wir zum Eid, wenn der Eid beginnt, dann gehen wir in die Moschee, gehen wir beten, abends geht man Opa und Oma besuchen und das war's. Wohingegen wir sehen, dass andere sich auf ihre Festlichkeiten groß vorbereiten und das sehen auch unsere Kinder und dementsprechend beeinflusst sie das dann natürlich auch. Und aus diesem Grund, meine lieben Geschwister, ist ein jeder von uns hier in der Pflicht, Onkels, Tanten, Mütter, Väter, wir alle müssen hier Konzepte und Programme entwickeln, die Verbände, die Gemeinden, die Moscheen, die müssen wirklich hier Konzepte entwickeln, Programme für die Kinder, damit sie Liebe zu diesen Tagen empfinden, Liebe zum Islam empfinden und zu den islamischen Werten. Und man muss fairerweise sagen, dass es hier auch schon einige Dinge gibt und es gibt auch immer wieder Moscheen und Verbände, die auch versuchen dahingehend Festlichkeiten zu gestalten, aber wir müssen das noch viel weiter intensivieren. Und auch für Geschwister, die vielleicht in Regionen leben, wo es nicht so viele Muslime gibt. Man muss nicht immer im großen Stil denken, meine lieben Geschwister. Ein, zwei Familien reichen aus. Praktische Tipps. Ein, zwei Familien, drei Familien, Nachbarn, Freunde, Verwandten. Setzt euch zusammen, macht ein Konzept für die Kinder. Und lasst darin schöne Dinge mit einfließen, dass man mit ihnen gemeinsam in die Moschee geht, beten geht, ihnen Süßigkeiten vielleicht kauft, die sie lieben. Dass man die Wohnungen mit Kalligrafie beschmückt, dass man Spiele spielt mit ihnen, Geschenke gibt und all diese Dinge, dass man sie in diese Konzepte mit einfließen lässt, damit die Kinder Zuneigung für diese Tage entwickeln. Und auch uns selbst wird es nützen. Und das wird auch vor allem den konvertierten Geschwistern nützen. Denn meine lieben Geschwister, es gibt auch viele unter uns, sie haben keinen familiären Zugang. Sie haben keinen Zugang zu muslimischen Familien und sie haben oftmals oder sind oftmals alleine an diesen Tagen. Und gerade für diese Geschwister sind doch diese Konzepte sehr, sehr wichtig. Und aus diesem Grunde müssen wir bedenken, dass es auch an diesen Tagen sehr viel Nutzen für uns gibt. Also allein aus der Perspektive, dass wir heute nicht so viel Zeit haben, unseren Kindern den Islam beizubringen, beziehungsweise wir haben nicht so viel Zeit, ihnen von den islamischen Werten viel zu vermitteln. Sie gehen zur Schule teilweise sehr lange, sie haben Freizeit, sind Kinder, wir sind selber beschäftigt. Da eignen sich doch diese Tage prima, dass man ihnen etwas von den islamischen Werten vermittelt. Und zwar jetzt als Beispiel Eid al-Adha, dass man ihnen vermittelt die Geschichte von Ibrahim, von Ismail. Warum geben wir Sadaqa? Warum spenden wir? Warum schächten wir Tiere und geben einen Teil des Fleisches an die Armen? Warum haben wir überhaupt gefastet? All das sind doch Fragestellungen. All das sind doch Fragestellungen, die man an diesen Tagen wunderbar beantworten kann, wo die Leute auch Zuneigung und Liebe zu diesen Tagen empfinden. Und genauso zu den nicht-muslimischen Feiertagen, dass man auch dort eine Alternative den Kindern anbietet, zu Weihnachten oder anderen Tagen, dass man mit ihnen Projekte macht, Ausflüge macht, aber ihnen auch erklärt, warum sie oder warum wir als Muslime nicht an diesen Festlichkeiten teilnehmen. Und so werden sie auch beginnen, es zu verstehen. Genauso wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, als er nach Medina kam oder in Medina ankam, da sah er, dass die Medinenser sich an Tagen gefeiert haben, an zwei Tagen Festlichkeiten hatten. Und er hat natürlich gefragt, das sind keine gewöhnlichen Tage, es fiel ihm sofort auf. Was sind das für Tage? Wieso feiert ihr an diesen Tagen so ausgiebig? Und ihm wurde geantwortet, ja Rasulullah, wir pflegten schon vor der islamischen Zeit, also bevor deine Ankunft in Medina, pflegten wir schon uns an diesen Tagen zu vergnügen. Und so sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in sehr schönen Worten, Allah subhanahu wa ta'ala hat euch Muslimen für diese Tage bessere Tage, zwei bessere Tage gegeben, Eid al-Adha, das Opferfest und die Festlichkeit vom Fitr, das Zuckerfest.
Es sind bessere Tage, Tage des Segens für uns Muslime, wenn wir denn richtig die Programme entwickeln, die Konzepte einfließen lassen, diese islamischen Werte, Wissen vermitteln an diesen Tagen, was ich gesagt hatte, Geschichte von Ibrahim, Geschichte von Ismail. Wenn wir uns dort richtig Gedanken machen, uns wirklich hinsetzen, Konzepte erstellen, meine lieben Geschwister, wir werden es nicht bereuen. Diese Tage sind voll des Segens. Wie der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagt, sie sind besser für euch Muslime. Und deswegen, aus diesem Grunde, ist ein jeder von uns, meine lieben Geschwister, in der Pflicht, sich hinzusetzen, sich tiefgründige Gedanken zu machen. Und wir werden auch davon die Früchte dann tragen, wir und unsere Kinder. Werden wir das jedoch nicht tun, meine lieben Geschwister, das Ergebnis wird sein, dass unsere Kinder die Leidtragenden sein werden und auch die künftigen Generationen der Muslime, die hier in diesem Land groß werden. Aus diesem Grunde möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für das Zuhören und jeden einzelnen von euch, der diese Botschaft an seine Mitmenschen trägt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.